Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar hier um 9:30 Uhr am 18. September, Freitag nach der FED. Grundsätzlich hier relativ interessant gewesen, was gestern passiert ist. Ja, Zinswende, wird sie nun verschoben? Wird sie aufgehoben? Kommt hier überhaupt noch was? Große Fragezeichen am Horizont. Letztlich konnte der Euro generell gestern profitieren und hat sich, Sie können sich das gestrige Video gerne nochmal anschauen, hier in einem nahen Bereich von höchster Relevanz hervorgearbeitet, oberhalb von 1,14, 1,1450 wird es interessant. Euro, US-Dollar werden wir daher nachher gegebenenfalls nochmal per Videoanalyse oder schriftlichem Check aus die Lupe, hätte ich fast schon gesagt, unter die Lupe nehmen. Jetzt möchte ich mich vielmehr mal dem britischen Pfund im Kontext des Euros zuwenden und hier speziell den Euro gegenüber dem britischen Pfund sozusagen, ja, mal näher betrachten. Denn dieser weist eine interessante Ausgangslage auf, sowohl auf den höheren Timeframes als auch Intraday. Intraday bezogen hier auf den Freitag, wenig überraschend, wird der ein oder andere wissen, dass die Tendenz ohnehin schon ein Stück weit schlechter war. Hier mit nur 40% positiver Schlusspreise, eine Richtungstendenz in Form fallender Preise. Das kann man schon mal sagen. Es ist die Möglichkeit gegeben, dass der Markt hier nach unten drehen kann. Allerdings muss da auf Intraday-Basis was Signifikantes passieren und was, das werden wir uns gleich dann mal anschauen. Jetzt wollen wir erstmal das große Bild kurz bewerten und hier zumal den Wochen, nee, halt den Monatschart in die Beschau nehmen und den werden Sie kennen, wenn Sie häufiger das Devisenradar schauen. Da sehen Sie, dass der Euro gegenüber dem britischen Pfund hier eine ganz markante Unterstützung rangelaufen ist, das untere Bollinger Band sozusagen ja wieder verlässt und hier nach oben aufdreht. Und es ist ein interessantes Setup hier oberhalb der runden Hausmarke von 0,70 den Euro gegenüber dem britischen Pfund zu covern, möglicherweise auch long zu traden, denn rein technisch bietet sich hier Potenzial. Sind wir jetzt aktuell hier in einer sehr, sehr interessanten Zone. 0,7390, 0,7375 ist ein Widerstandsbereich, aber der eigentlich taktische, mittelfristige, signifikante Widerstandsbereich auf dem hohen Timeframe, wie eben den Monats- und Wochencharts, ist hier das Niveau von 0,7770. Hier eine ganz, ganz hervorragende Widerstandszone. Und wenn Euro-Britisch Pfund jetzt hier keine größere Schwäche bekommt, Schrägstrich vielleicht nochmal zurücksetzt oder gegebenenfalls sogar einen Doppelboden hier ausbildet, dann ist das hier oben ein ganz, ganz interessantes Level, was man hier als Long-Ziel ansehen kann, solange das Währungspaar über 0,70 notiert. Unterhalb dessen, ganz klar, haben wir hier auch schon direkt ein weiteres Ziel auf der Südseite, der Bereich 0,6550. Also 500 Pips nach unten denkbar, wenn die 0,70 gebrochen wird. Natürlich hier auf großer Basis und hier kurzfristiger Natur, wenn wir hier über 0,74 rausgehen, dann wird es hier durchaus spannend, ob wir dann nicht nochmal hier gute 300, 400 Pips nach oben drauflegen können, denn dann scheint der Widerstand hier oben auf jeden Fall das Ziel. Das mal aus Sicht des großen Charts und wenn wir hier den Tageschart anschauen, dann sehen wir auch hier auf dem ja, kleinen Timeframe, kleineren Timeframe sozusagen eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, eine inverse, also eine umgekehrte. Hier auch Bruch der Nackenlinie, der Trendlinie sozusagen, nicht ganz klassisch, aber auf jeden Fall schon mal so interpretierbar. Und da sehen wir hier einen zwischengeschalteten Widerstand eben bei 0,7375. Und wenn es darüber hinausgeht und wir die Marke von 0,74 eben erobern würden, dann haben wir hier ein sehr, sehr bullisches Setup. Die Frage, passiert das heute? Rein statistisch eben nicht. Und wenn wir die Saisonalität mal anschauen, dann sieht das auch eher zäh aus, aber zum Ende des Septembers hin könnte hier was gehen, also den Euro gegenüber dem britischen Pfund ruhig mal im Auge behalten. Der wirkt, wie gesagt, auf vielen Zeitebenen sehr, sehr interessant. Und ja, hier hatten wir auch eine positive Divergenz zur Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich schon vollends entfaltet hat. Also das Thema ist eigentlich durch, aber hier nochmal der Hinweis, wie sich so eine positive Divergenz auflösen kann, wenn dann hier auch noch so eine charttechnische Umkehrformation auftaucht. Also hervorragendes Setup. Grundsätzlich jetzt hier aber der Deckel obendrauf und wenn wir da drüber gehen, wird es sehr, sehr bullisch für den Euro gegenüber dem britischen Pfund. Unterhalb dessen kann es, ja, ich will sagen, ein Stück weit schwieriger werden. Warum? Das schauen wir uns jetzt mal hier im MetaTrader-Chart an. Da sehen wir nämlich hier die Situation, dass der Euro gegenüber dem britischen Pfund hier in einer, jetzt müssen wir es nochmal anpassen, jetzt hängt er ein Stück weit. So. In einer Situation ist, dass wir uns hier in der Asia-Range befinden. Das Pivot-Level haben wir heute erfolgreich verteidigen können. Das ist leicht bullisch. Hier 25 Pips bislang gelaufen. Faktisch natürlich aber auch der heute negative Wochentag. Und der lässt hier, und jetzt zeige ich Ihnen auch gleich noch was Spannendes, möglicherweise fallende Notierungen möglich werden, wenn der Euro hier nochmal unter dem Pivot-Point fällt. Also hier
Speziell ein neues Tagestief unterhalb von 73,09 wäre eine Short-Einladung, weil auch hier heute eine negative FTSE-Vektorlogik auf Tagesbasis zu identifizieren ist. Und ich zeige es Ihnen jetzt direkt mal. Wir haben nämlich heute hier ein Pattern, was 406 Mal auftauchte und eine Erfolgsquote von 71,2% hat, mit einem theoretischen Ziel von minus 0,61%. Das ist sehr, sehr viel für das Währungspaar. Dazu muss aber ein neues Tagestief kommen. Nur dann wäre hier dieses Pattern sicherlich sehr, sehr interessant. Aber es ist sehr, sehr stark mit vielen Wiederholungen, mit einer hohen Erfolgsquote und mit einem sehr, sehr starken Verfall. 0,7292 wäre hier der Close, theoretisch das maximale Tief 0,7262. Und das ist natürlich hier vom aktuellen Level aus gesehen eine Riesenhausnummer. 0,7262 wäre dann hier sozusagen das Level vom Tagessupport 0,7266. Dieses Niveau kann man hier ins Visier nehmen. Vorab wäre hier das Vortagestief zu nennen bei 0,7275. Also neues Tagestief, neuer Rückgang unter das Pivot-Level wäre im Einklang des schwachen Tages, im Einklang der FTSE-Vektorlogik auf Tagesbasis auf jeden Fall ein interessantes Short-Investment, um hier praktisch ja, kurzfristig unterhalb des Widerstands von 0,7375 hier oben, den wir auf Tagesbasis und Wochenmonatsbasis gesehen haben, hier nochmal Schwung zu holen, um dann praktisch nach unten ja, dann hier nochmal die Unterstützungslevel auszuloten. Also wie das Vortagestief wäre ein Ziel, wenn es nach unten geht, könnte dann auch wiederum auf größere Sicht eine interessante Einstiegschance sein, um auf einen Ausbruch bei 0,7375 zu spekulieren. Jetzt sehen wir natürlich gerade, bewegt sich das Währungspaar weg vom Pivot Point und jetzt kann man natürlich genauso gegenteilig mutmaßen, dass wenn es jetzt gelingt, hier nach oben rauszuziehen, über das Vortageshoch die Asia-Range nach oben zu verlassen, dann besteht natürlich Potenzial entgegen der FTSE-Logik, entgegen des negativen Wochentages, dass es hier weitere steigende Preise gibt. Vor Wochenhoch wäre hier ein Ziel 0,7357 und natürlich hier Average True Range 0,7370 als nächste Marke auf dem Weg gen Norden. Auf jeden Fall möglich, sofern wir hier eben einen signifikanten Ausbruch sehen. Wir sind hier aktuell noch in Range, in Asia-Range. Der erste Ausbruch nach unten. Also die Bären haben ja versucht, nach unten schon mal was auszuüben, glückte nicht. Also insofern ganz interessant, dass hier das zunächst erstmal hielt. Wenn es aber nochmal drunter geht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dann weitere Verluste geben wird. Andererseits, wenn wir hier oben rausziehen, dann muss man das bullische Setup sicherlich erst, bärische Setup sicher erstmal zur Seite legen und hier dann auf einen Test dieser Widerstandszone spekulieren. Rücksetzer hier auf Tagesbasis. Wir haben ja gerade schon Intraday gesehen, 0,7260. Das wäre auch ein interessantes Level hier auf Tagesbasis. Wir sehen hier die Kerzen. Wir zoomen uns mal ein Stück weiter rein. Hier vom 8., 9. und 10.9. Da sehen Sie hier immer sehr schön die Dochte. Also wenn es wirklich so einen Spike nach unten gäbe, wäre das hier unter Tagesgesichtspunkten eine sehr schöne Chance, hier ein Swing Trade einzugehen. Geht es deutlich drunter? Ja, da muss man auch aufpassen. Da haben wir nämlich hier diese Abwärtstrendlinie. Diese sollte hier nicht deutlich unterschritten werden. Möglicherweise ein Pullback nach oben. 0,7230 wäre noch zu tolerieren. Aber wenn es jetzt hier unter 0,72 gehen würde, hätte der Euro gegenüber dem britischen Pfund sicherlich schlechte Karten. Warten wir mal ab, was passiert. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Paar, sowohl auf Intraday heute als auch auf mittelfristige Sicht auf dem großen Bild oder hier Tageschart. Sehr, sehr interessant. Insofern der Blick heute von mir für Sie auf dieses Währungspaar. Ich hoffe, Sie konnten was rausziehen. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie meinetwegen ein gutes Statement oder schauen Sie als treuer Zuschauer immer wieder rein. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein und wünsche noch einen schönen Freitag. Wenn Sie mögen, hören wir uns später nochmal wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.